Hallo und herzlich willkommen bei den die Mangos LP. Wir haben hier ein kleines Gameplay von dem Tom, beziehungsweise Tista. Mit der Hammer hat der Rücken hier Fingerfertigkeit Pro, Pro und Kommando Pro. Achso, das ist ja der Aschenwert. Ja, wie ich weiß noch Tom, ja, das hat jetzt der Claimer. Ist das Gameplay jetzt von einem von unserem Clan, DMFS. Und zwar ist es der Tista. Egal. Ja. Wie wird es jetzt aussehen mit den Gameplays und Commentaries und bla bla bla? Ihr könnt, wenn ihr wollt, uns ein paar Gameplays schicken. Und zwar, das hier ging das gegen das ging das. Und da fällt der erste extrem. genau. Was wollte ich jetzt sagen? Ihr könnt uns Gameplay schicken. Da könnt ihr die dann einfach bei irgendeinem Cloud Storage Dingens Gedöns hochladen. Zum Beispiel jetzt Mediafire. Und ja. Dann können wir, oder ich, wir werden das dann kommentieren oder werden das dann halt irgendwie in einem Video. Schon erstmal. Und zack, weg ist er. Na dann, Claimer viel gemacht. Ja, dürft ihr euch jetzt nicht wundern, falls das Gameplay jetzt nicht ganz so gut ist, von uns an dem Tag nicht ganz so pro-mäßigen Tag, sag ich mal. Habt ihr hier so rein, oder? Zur allgemeinen Vorstellung von uns, die Mangos LP. Ich habe ja bereits das Video hochgeladen mit, von wegen, hallo, wir sind die Mangos. Und ja, wir machen halt Kommentaries, Plays und keine Ahnung, irgendwelche anderen Videos zu irgendwelchen diversen Spielen. Oder irgendwelche Sachen auskommen, ja, geiler Ängste. Da kommt, dass er die Wörter überlebt hat. Oh, jetzt stirbt er. Jetzt stirbt er. Wir verlieren! Achtung! Achtung. Ah, jetzt. Ja, hier schön mit dem Einsatz. Ja, wir machen Commentaries, wir nehmen auch Gameplays auf. Aber eben auch Let's Plays. Und unter anderem werde ich eben, also ich, namens Team, werde mit der Queen of Time anfangen. Der Felix wird mit weiß ich jetzt gar nicht, entweder macht er erst die MW2 Kampagne oder aber er fängt direkt mit Don Starf an, weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube aber eher Don Starf, weiß ich jetzt gar nicht genau, egal, muss ich nur noch mal fragen. Vielleicht nicht, dass man eine Anmerkung hier hinzu, wer da kommt. Genau, und Maverick wird wahrscheinlich mit, Anno... Das hier ist die Fans. Anno, sitzen mit einem Ficken. Anfangen. Und, dann haben wir auch noch Neuzugang, so halb Neuzugang. Und zwar der Tür wird wahrscheinlich entweder Skyrim anfangen oder mit irgendeinem anderen. Elder Scrolls, weiß nicht, irgendein anderes Spiel. Müssen wir dann noch genauer besprechen. Da kennt er schon eine Runde. Schaut nur auf den Schuster. Oh, er schaut auf die. Er schaut wieder zurück. Okay, was? Geht doch! Kommt jetzt doch da? Geht mal vor. Da ist er! Okay. Jetzt gedacht, dass er den Kill blockiert unser Radar. Und scheiß Ding, das ist mega Kollision. Ich kann noch was böse. Ja.
Ihr könnt aber jetzt nicht davon ausgehen, dass wir Zombies sind, aber so sind sie kommt nicht so weit. Dass jetzt täglich ein Commentary von mir kommt. Oder von irgendeinem anderen. Ja, wenn dann, wenn überhaupt, kommt ein Commentary einmal die Woche oder so. Wenn überhaupt. Weil so ein Commentary, ja, besser. So ein Commentary braucht schon ein bisschen mehr Aufwand, sag ich mal. Also da muss man ja das Gameplay aufnehmen, das Gameplay muss man von demjenigen, der aufgenommen hat, noch kriegen. Dann muss das Gameplay noch eine angemessene Qualität haben. Zum Beispiel die Windows-Auflösung. Hätte das Ding noch abgeschlossen, war so schlecht. Ist die Minimum-Anforderung von einem Gameplay sind 720p, also Auflösung 1080p. Wie auch wahrscheinlich alle unsere Videos sein werden. Weil wir wollen schon einen gewissen Qualitätsstandard haben. Sollte das Gameplay natürlich auch einigermaßen flüssig laufen. Hier zum Beispiel das Gameplay hier ist das wunderschön flüssig. Dann. Ja, man sollte es auch noch gut gerendert haben, das heißt, aber da müssen wir uns auch erstmal reinfinden. Wir sind ja auch noch relativ neu hier auf YouTube. Ich muss erstmal schauen, wie das hier alles funktioniert. Genau. So, Top-Verluste sind. Ja. Okay, sieht ganz aus, als würde sie Spawn treffen. Ach ja, wir haben erst ein paar geile Runden gehabt, wo wir zu 6 als DNSS-Clan in Herrschaft oder Team Deathmatch, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ich glaube Team Deathmatch war es. Da sind wir einfach zu 6 reingejoint, das ist übrigens keine Spiele, die wir nicht mehr laufen bleiben. Apropos, Scheitel! Genau, der wird auch noch mit Call of Duty 2. Weiß ich jetzt nicht. Aber es war Call of Duty 2. Mit der Nachwuchskampagne? Boah. Deutscher Turret! Ich einfach das mal geil. Quatschumor ist generell. Ja, was muss ich jetzt sagen? Scheiße. Alpha gesichert. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Scheiße. Das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall ist das Gameplay jetzt, ist schon relativ weit fortgeschritten. Da ist jetzt eben nur noch, ich hab eine Minute. Ja. Das steht einer, warum auch immer. Was ist denn da jetzt noch hier einmal? Achtung, feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet! Und da ist er, da ist er! Sehr schön. Ich hoffe, dass man das nicht ganz so gut funktioniert, weil wir ihn gleichzeitig aufnehmen und so. So, ich finde. Der Kill war nice. Ja. Damit endet jetzt, glaube ich, auch das Gameplay mit einem 14:11. Ja. Schießt der Macht im Hauptkampf. Voll spannend. Ja, auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Spaß bei unseren Videos. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Video teilen und uns zeigen, ob ihr das für unsere Kanäle ausspuckt oder sie lieber runterschluckt, indem ihr das Video eben bewertet mit einem Daumen hoch oder Daumen runter. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!